Sonntag, Mitternacht, an einer wolkenverhangenen Nacht. Draußen geht ein Gewitter nieder. Und herinnen hoffe ich, dass meine Stromversorgung, respektive meine Internetversorgung, nicht kollabiert. Jetzt wird sie außerstehen, ob LTE-Internet hält, was es verspricht. Ich hoffe es einmal. Grüß Henk, ich bin der Wiley, das ist der Ronan O'Connor und wir befinden uns zurück bei Murdered Soul Suspect in der, wie ich befürchte, letzten Folge. Wie ich befürchte deshalb, weil ich bis jetzt eigentlich gut Spaß gehabt habe mit der Gaudi. Und weil das aus meiner Perspektive gerne nur Zeit so weitergehen konnte. Ja, wie dem auch sei, wir sind auf der Suche nach der Joy und der Abigail. Weil wir haben herausgefunden, wer der Bellkiller ist. Ja, es ist Wednesday Addams, die kleine Schwachzopferte. Das Drecks, die Drecksgöre aus der Vergangenheit, der Geist, der und in ihm auch per Possession einfach die Bellkillings durchgezogen hat in die letzten, nicht nur in die letzten Tage, sondern auch in die letzten Jahrzehnte, in die letzten Jahrhunderte. Salem History Museum, bada bing. Jetzt aber schnell Schritt ist, gar nicht mehr so cool. No one deserves to be murdered. And when the psycho trying to kill someone pretends there's some grand justice behind it, that just makes it all the more twisted. Ja, weil es hat sich ausgestellt, dass die Salem Witch Trials eigentlich gegen die Abigail, also gegen diejenigen waren, die selber mittels schwarzer Magie Medien, also medial begabte Personen angezeigt und dann in die Gerichtsmaschinerie eingetrieben haben. Im Prinzip kann man sagen, war es von den Richter damals ein Versuch, die Abigail loszuwerden und medial begabte Mitglieder ihrer Community, also im Prinzip Hexen, zu beschützen. Und das ist ein sehr cooler Twist und Joy! Jetzt ist es schon so weit. Ronan, not another step. Rex! Scheiße. No, not you, Rex. This has nothing to do with her, Abigail. Oh, but it does. For 300 years, we have executed the witches who corrupt our fair city. Down there, let's go. Those who try to mask their demonic contract and leverage powers they should never possess. Just like you have. Don't you dare compare me to her! Easy, easy. Put your hands up! Help! Don't do anything stupid. Hands up! Stop what you're doing. Hands up! Do it now! Auf gar keinen Fall einen Rex da schießen. Abigail, stop! Sehr geil. Rex, you piece of shit. What are you doing? Oh shit! This was you. Want you getting closer to the truth. Ronan, do something! Hold tight, kid. I'm on my way. Was D? Und so, escape. Ah, shit, shit, shit. 14 Sekunden. Um irgendwas zu tun, aber was? Influence. What can stop Abigail? What can stop Abigail? Ist der Counter immer noch aktiv? Choice verse. Oh Gott! Powerful scream! The powerful scream! Jo! Jawohl! Kleine Drecksgöre! How can I stop Abigail? I hope keine Ahnung, was denn da mit dir? Nochmal mit dir. Possess. This possess. No. No, no! Joy! Okay. Ich hab zwar keine Ahnung warum, mein Counter war ja noch nicht down.
Mein Counter war noch nicht down. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, so dass wir uns abbrechen. Skip it. Possess Joy. Influence. Powerful Scream. La, du? Vielleicht sollte man in Rex Scream possessen, in Rex Scream possessen. Damit sie nicht mehr rein kann. It's over, Abigail. Wo schaut sie hin? Ein Monster, Abigail. Die geht mir am Sack da. Ja, possess ihn. Was soll ich tun? Ich hab keine Ahnung. 3, 2, 1, possess. Dispossess, tot. Shit. No, no! Nein. Die Joy werden wir auf überhaupt. Aber überhaupt. Kommt gar nicht in die Tüte. Auf gar keinen Fall sterben lassen da. Und wenn wir es 200 Mal probieren müssen. Wieder verlorene Zeit, das ist viel verlorene Zeit. Viel verlorene Zeit. Wie soll ich die kleine Schlampe exorzieren? Ich hab nicht die leiseste Ahnung, was soll ich machen. Ich weiß es nicht. It's over, Abigail. In ein eigenes Dämonenloch reinschupfen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Schupf die Abigail, na, tu was mit ihm. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Gott. Ja, können wir das Arsch wieder abbrechen und dann von vorne starten. Super. Precious time, geht da flöten. Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hab echt keine Ahnung. It's over, Abigail. Aha! Wieso hat das zuerst nicht funktioniert? Nicht weit genug herbei gewesen, nicht mehr. The time is upon us, Abigail Williams. No. You scourge of Salem. It is time to pay for your sins. This can't be happening. You want to use memories against me? Oh ja. Two can play at that game. Ja und? Das macht I know the truth about your death, but I still don't know the truth about mine. Did you use Rex to kill me? Did you use Rex to kill me? Rex was my most influential. The most respected, the most feared official in town. Of course I did. Oh, cool. How can Rex be the killer? Yo, was soll das heißen? How can Rex be the killer? Abigail, did you use Rex to kill me? My own brother-in-law. Yo, aber da kann Rex nichts dafür, ganz ehrlich. How can Rex be the killer? How could Rex have done it? Rose's killer had blue eyes. I didn't use the same killer for every murder.
Das war der Baxter. Baxter. Why kill Baxter? Why did you kill Baxter? I eventually kill all the killers I use. Especially the ones who get close to the truth. Information. She eventually kills all her killers, especially when they get close to the truth. Und ja, den Baxter haben wir auch noch nicht gelesen. Abigail used Baxter to kill Rose. Ja, wissen wir. Why did she kill me? I wasn't close to the truth in the apartment. I wasn't one of your killers. Why did I have to die? Das ist ein unsympathisches Kind. Unsympathisch. Ah! Okay! Ich hab auch nicht umgebracht! Shit! Ich hab die, nicht die Iris, wird die auch nicht gewesen. I wouldn't. No. Possession? No, this is a manipulative I bitch! Wouldn't. How could I? You made me kill her. Und jetzt hat die kleine Abigail einen mächtigen Geisterfreund. If I'm going out, you're coming with me. Haha, killt bei den eigenen Dämonen. Bewusstloser Geist. Endlich Frieden. Aber wie geil. Wie geil. Ich geb zu, das waren nicht für Quicktimes, da gibt's keine Bossfights. Quicktimes sind ja sowieso unbeliebt in diversen Kreisen. Aber es macht nichts, weil die Gotti ist storylustig und insofern für mich genau das Richtige. Und es ist cool. Es ist cool gemacht, geile Dialoge, geile Sequenzen. Ich finde, es ist ein gutes Schauspiel. We all got a dark side. Sometimes obvious. Sometimes not. Wer hat denn sie befreit? If we're lucky. We keep our dark side hidden. By law, Rex was a killer. But the law doesn't always see the truth. Fortunately, Joy did. And she would never press charges. She might even help Rex cover his tracks. One thing's for certain. She's a better person than I was at that age. Kid who deserves forgiveness. Baxter. She's paid her dues. And committing a few small crimes searching for your mom, well, even the coldest cops would forgive those. Mom! Cool. Hasn't been a Bell Killer murder since the night Abigail met her final end. But the case never officially closed. But memories fade, time heals. With luck, Salem will move on and find peace. Death repays debts, my father always said. Forever I believe that. But truth be told, this life ain't over until you're honest about what you owe. Set everything right. Settle your debts. Only then can you move on. Ronin? Ja. Cool. Ich find's gut. Halt's mir vorgenommen. Warum eigentlich?
Okay, fassen wir zusammen. Wir haben auf der technischen Seite einige Probleme. Es sind zwei, drei Stellen drin gewesen. Eine davon mit Game-Breaking-Bug-Alarm. Das Objective-System funktioniert nicht wirklich. Und die, ja, wie soll man sagen, die Story Progression ist der eigenen Progression hinten noch. So, du hast der Hauptcharakter ist wesentlich begriffsstutziger als man selber in Murder So Suspect. Der ganze cinematische Teil allerdings, die Cutscenes, die Dialoge, die Story an sich, sind gut, sind mystisch, sind gruselig, sind spannend. Und das ist für mich zumindest, für einen Storyhunter, für wen der auf gute Geschichten viel mehr Augenmerk legt, als auf State-of-the-Art-Grafik oder State-of-the-Art-Gaming-Principles. Also, das ist für mich viel mehr wert. Insofern muss ich sagen, gerade die letzte Sequenz da, eben die letzte Folge jetzt, sehr kurz, aber eindringlich, wenn es mich fragt, war sehr ergreifend, sehr gut, mit geilem Voice-Acting und schönem Mono- und Dialog. Wieder aus der Perspektive des, ja, wie soll ich sagen, Theatralik-Fans ist das recht hoch zu werten auf der Skala. Man muss natürlich Abstriche machen, steht ganz außer Zweifel, das ist ganz klar. Gerade für den neuen Bug ganz am Anfang, wo der, wie soll man sagen, ungeduldigere Gamer sicherlich das Handtuch schon schmeißt und das Spielerlebnis niemals erfahren wird von Murder Soul Suspect. Das ist natürlich ärgerlich, sind Ärgernisse, aber unterm Strich und am Ende sind sogar die Bugs nicht zahlreich genug, um mir persönlich das Spielerlebnis von Murdered Soul Suspect zu vergönnen. Ich finde die Charaktere cool, die Joy, ich finde den Baxter cool, ich finde den Rex cool. Das ewige Blabla von der Julia war mir ein Eizel zu viel, muss ich zugeben, aber das war, finde ich, der Versuch, die Beziehung, die Liebesgeschichte zwischen Ronan und Julia auszuflashen, also richtig kräftig zu definieren. Weil schließlich unendlich, ja, die Liebesbeziehung zu Julia die Hauptmotivation vom Ronan ist. Er konnte ja sagen, nein, ich bleibe in der Zwischenwelt, interessiert mich alles nicht. Nein, aber er kämpft drum, seinen Mord, also das, was ihn im Limbus hält, aufzuklären, um zurückzukommen zu ihr. Das sehen wir am Ende nicht einmal, das sollte heißen, es ist also ein bisschen ein Open End da, wo man sich denkt, jetzt so ergriffen von der Story, wie es ich bin, hey, geil, ich hätte gern ein Sequel. Ihr konntet bitte aus dem ersten Teil technisch lernen, ein bisschen mehr Content geben, ein paar mehr Schauplätze, ein paar mehr Charaktere, die Technik ein wenig pimpen und das Duo Joy und Ronan und vielleicht sogar Baxter, also ein Trio potenziell, konnten in Zukunft auch gruselige Kriminalfälle in Salem und Umgebung, dafür ist die Gegend prädestiniert, lösen. Also ich fand, das war ein richtig, richtig geiler Ansatz für eine Serie. Leider Gottes Airzeit Games, die Erschaffer von Murdered Soul Suspect, haben nur ein paar Monate, nachdem Murdered Soul Suspect 2014 am Markt gekommen ist, zugesperrt. Sind bankrott gegangen. Ich schätze mal, die Rechte wären aufgekauft worden sein. Irgendwer hat es auf jeden Fall. Und an der Stelle jetzt an diesen irgendjemand mein Appell, get your Murdered Soul Suspect Remake, nein nicht Remake, Fortsetzung, Teil 2. Ronan kann bitte durchaus, da kann man jetzt nur irgendeinen Twist reinschmeißen, irgendein Geschehnis, was weiß ich, die Joy kommt die Straßen aber gerannt, während der Ronan gerade ins Licht gehen will zu seiner Julia und bittet und bettelt um Hilfe. Ja, und was tut der Ronan, er wird helfen und das wird in die Verlängerung gehen, Murdered Soul Suspect. Schön war es zumindest, und so war. Wird aber nicht so sein. Optik wunderbar, Musik wunderbar, Dialoge meines Erachtens nach gut.
Story meines Erachtens noch gut. Ich sage jetzt vorsätzlich nicht sehr gut, eben aus dem Grund, weil die Erkenntnis-Progression, die in die Story implementiert ist, vom Hauptcharakter, vom Protagonisten, vom Ronan, an manchen Stellen doch recht stottert und aus dem Grund blöd erscheint, was den Ronan selber ein bisschen zum Tumpfi macht bei Zeiten. Aber grundsätzlich geht Murdered Soul Suspect einen interessanten Weg, ein interessantes Konzept, die auch, das auch, wie schon gesagt, bis auf eine Handvoll Bugs, die allerdings zu meistern sind, gut umgesetzt ist. Es gibt keine Clipping-Probleme, es gibt keine Grafikprobleme, keine Asynchronitäten, wenig Scripting-Probleme, tut mir leid. Und insofern, ja, bitte, Gott, lernt's draus, baut's einen zweiten Teil, noch einmal die Aufforderung. Was die Action-Komponenten in Murdered Soul Suspect betrifft, die basieren zu 100% auf Quicktime-Events, sollte heißen, Dämonen exorzieren. Und da konnte man jetzt wieder sagen, das muss nicht sein, das bringt das Spiel nicht für. Ich allerdings sag, gibt die Dämonen ein bisschen mehr Variation, gestaltet das Quicktime-System ein bisschen überschaulicher für den PC. Mit einer Steuerung von einer Konsole, mit so einem Motionpad, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, Gamepad, so, Entschuldigung, wird es wahrscheinlich wesentlich besser funktionieren, wesentlich unstressiger, ja, auf der Tastatur allerdings, also ich für meinen Teil habe das Licht immer einschalten müssen, weil ich ums Verrecken auf die Garchen nicht zwischen ASDW, ich glaube, mehr Variationen gibt es nicht, und rechts, links auf der Maustaste unterscheiden ab können. Gut. Liegt auch zum allergrößten Teil an mir, das Problem. Was nicht an mir liegt, ist die Repetitivität, die eben die Dämonen aufweisen. Es ist immer das gleiche Prinzip. Gibt die Dämonen ein wenig bessere KI, ein bisschen Abwechslung, ein paar andere Quicktime-Mechanismen, und die Sache ist spannend und abwechslungsreich gleichzeitig, und der Spielspaß steigt schon wieder um eine ganze Ecke. So habe ich mir trotzdem regelmäßig eingenäst bei den blöden Dämonen, allein schon wegen die Geräusche und auch wegen der muss schnell die richtigen Tasten finden. Also es hat mir ja wirklich auch das Klanke, das hakelige System eigentlich auch Spaß gemacht. Also insofern kann ich dem Spiel kein schlechtes Zeugnis ausstellen. Ich würde es mit eigentlich, was die Idee dahinter, die Story und die Charaktere und die Umsetzung der Story betrifft, mit 8 von 10 bewerten und nimm dann allerdings einen ganzen Punkt weg wegen der technischen Marotten, die das Spiel hat. Und man muss dazu sagen, das hat natürlich nie die Gelegenheit gekriegt, dass patched wird, ne? Weil eben Airtight Games bankrott gegangen ist. Und zwar wirklich nicht Jahre, sondern Monate, Wochen nach Release. Das heißt, da hat keiner mehr gepatcht. Keine Sau. Wirklich interessant zu erfahren, wer wo die Rechte liegen für Murdered Soul Suspect. Und tut einmal anfragen, ob sie nicht einen zweiten Teil produzieren wollen. Ich darf ihn kaufen. Ich darf mich drauf freuen. Cooles Duo. Ronan O'Connor und die kleine Joy, wie sie mit Nachnamen heißt, habe ich eigentlich nie erfahren. Doch, irgendwo Joy, ist ja irrelevant. Wir wissen, wenn ich mal. Insofern bleibt am Ende eine Wertung von 7 von 10. 7 von 10 mit Vorbehalt. Mit dem Vorbehalt, dass man sie durch den einen Game-Breaking Bug wirklich durchkämpfen muss und nicht die Nerven dabei verliert, abbricht, weil wenn man bei dem ersten Bug, der offensichtlich nicht patched worden ist, in die Knie geht, dann ist das Spiel natürlich vorbei und man muss alles Gurken abstempeln. Murdered Soul Suspect. Habe ich allerdings nicht gemacht, habe mir in den Knie zwingen lassen und so. Wirklich angenehmes Spielerlebnis, wirklich gruseliges, spannendes Spielerlebnis gehabt.
Ja, und mit der Erkenntnis verabschiede mich. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr wieder einschwätzt bei meinen nächsten Tubing-Projekten. Das wird jetzt einmal sein, einmal Legion von WoW. Und dann, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Deus Ex, Mankind Divided und dem, wie heißt das, Technomancer, glaube ich, heißt das Spiel. Und aber auch Abduction von den Mist-Macher. Und aber auch Kolyat, dem Adventure Game über den Kolyatzer Kiel, den Mountain of the Dead in Sibirien, wo der Incident Pavlov? Na. Ah. Sibirische Tundra. Studentenexpedition verschwindet auf mysteriöse Art und Weise. Devil's Pass ist die Verfilmung dazu, die nicht allzu alt ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Der Dyatlov Pass. Der Dyatlov Pass Incident. Auf dem basiert Kolyat. Kolat. Das sind so die Games, die mir im Kopf rumschwirren. Fürs eine oder andere werde ich mich in den nächsten Tag entscheiden. Und bis dorthin wünsche ich eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Vierten genommen, alle beieinander. Und weil ich mit einem 7 von 10 für Murdered Soul Suspect out.